So, Chat, wir gucken uns jetzt ein bisschen Road Rage, Handy am Steuer und Schulterblick an. So, von dem Break schaue ich mir gerne Sachen an. Auf geht's. Das ist aber so sinnlos, dass man da überholt. Ja, vor allem der blinkt doch. Ah, übrigens habe ich fast heute eine Passantin überfahren. Na, perfekt. Weil sie einfach rübergelaufen ist, ohne zu gucken. Werdet ihr sehen, lade ich irgendwann hoch. Vielleicht sollte ich mal, oder wir allgemein, so Clips auch mal hier an ihn schicken, dann sehen wir uns auch. Er nimmt das bestimmt mit rein, weil wir haben gute Clips auf dem Motorrad, das ist mal geil. Mhm. Stimmt. Ja, sollte ich vielleicht mal machen. Dann kriege ich vielleicht ein bisschen paar Abos auf Werbungbasis. Dann schreibe ich noch oben rechts meinen Namen. Aber so richtig groß. So komplett über den Bildschirm. Oggi Berlin. Dann kriege ich safe nur Hate ab, weil ich immer so Digga, Digga und so sage, weißt du? Da musst du dich mal... Verstellen? Ja. Okay. Dann inszenieren wir so einen Unfall. Also ich laufe auf die Straße einfach. Mhm. Und ich rede so richtig Hochdeutsch. Entschuldigen Sie bitte, was fällt Ihnen ein? Mhm. Und ich raste aus, dann bist du nämlich der Gute. Ja. Ein Hallo und herzlich willkommen zu... Oder so sympathisch diese Stimme, ich küsse doch dein Herz, ja. ...zu Folge 400 auf diesem Kanal. Hä? Und das ist mal wieder der Klassiker. Durch den Gegenverkehr überholen, um eher auf die Linksabbiegerspur zu kommen, das hat auf jeden Fall super funktioniert. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Die Ampel ist rot, da kann es ja losgehen. Hä? Warum fahren jetzt beide an aber? Und die beiden sind ja quasi zeitgleich losgefahren. Wo haben die denn bitte hingeguckt, dass die ein grünes Licht gesehen haben? Na, rechts, der Rechtsabbieger. Aber das mit dem Gucken ist heute... Ja, aber ist doch geradeaus gewesen. Ja, manche sind dann einfach, fahren einfach random los. Genau. Weißt du, was das Problem ist? Das habe ich auch selber die Erfahrung gemacht. Wenn du mal am... Im Traum war ich mal am Handy, weißt du? Also im Traum war ich mal am Handy, als die Ampel zum Beispiel rot war, okay? Mhm. Dann bist du kurz im Traum am Handy und dann siehst du einfach so in deinem Augenwinkel, einer fährt an, dann fährst du auch automatisch an, weil du denkst, es ist grün. So ist es bei mir schon mal passiert im Traum. Und das ist, glaube ich, bei ihm auch passiert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du bist am Handy im Traum und im Augenwinkel siehst du, einer fährt schon an, dann denkst du, okay, ich bin dann so, dass ich dann hochgucke und sehe, oh, ist grün und dann gucke ich aber nochmal auf die Ampel, weil ich ja schon gerade Hermannplatz oft genug erlebt habe, dass Leute einfach losfahren. Die Ampel ist aber auch beschissen, die wir da haben mit den Linksabbiegern. Heutzutage ja so oder so seine Sache, nicht nur an Ampeln, sondern der gute alte Schulterblick. Ja, gönn mir meine Namen, Herr Rodemann. Nicht berührt, aber das war richtig. So würde jetzt ein Türke sagen, weißt du, im Auto. Knapp. Hier fahren wir gleich ungefähr 155 km/h. Autsch, autsch, autsch. Autsch, 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 autsch. Alter Lack, ey. Da kann mir doch keiner sagen, dass der hier richtig in die Spiegel geschaut hätte. Aber in der nächsten Szene können wir die Spurwechselignoranz noch auf ein ganz neues Level heben. Aha. Hier fahren wir gerade mal 110 km/h und damit sogar deutlich unter Richtgeschwindigkeit. Ja, beschleunige doch. Guck mal, der fährt mindestens, das ist schon so umgebaut, der hat bestimmt über 200 PS. Da musst du einfach nur rauflatschen. Alter! Und jetzt mal ganz im Ernst, was hätte der Mercedes gemacht, wenn da mal jemand schneller von hinten gekommen wäre? Man kann doch nicht völlig ohne Sicht einfach mit 70 km/h auf die linke Spur ziehen. Die Frage ist doch nicht, ob das mal knallt, die Frage ist doch eigentlich nur wann. Aber man kann sagen, unser Einsender hier hat einen... Johannisthaler Chaussee, Britz, das ist da... Stimmt, ja. Richtung Rudow, Berlin. Ey, voll viele Berliner Clips. Lauf, das ist später am gleichen Tag. Es gibt zwei gerade Ausspuren und eine Linksabbiegerspur. Eigentlich ja nicht so kompliziert. Was ist denn das hier heute? Hier sind wir zusammen mit André unterwegs. André ist LKW-Fahrer und jetzt fahren wir ganz normal auf diese Linkskurve hier zu. Und was soll da schon passieren? Das verstehe ich auch nicht, ne? Das ist so krass, ne? Das macht einfach und der keinen Mercedes Sinn. Muss ja mal ziemlich geträumt. Ja, der hat dann geträumt. Wie kann man den nicht sehen? Träumt haben. Und wenn man jetzt mal die... Doch, der muss ihn gesehen haben. Ja, eigentlich schon. Das ist ein LKW-Fahrer. Weil man überholt niemanden, der links abbiegt auf der Landstraße. Von links. Das geht doch gar nicht. Ja, klar geht es. Darfst du. Und du würdest recht bekommen. Wenn der jetzt links abbiegt und du überholst ihn und er knallt... Dann ist er mit Schuld, weil du musst, wenn du irgendwo abbiegst, gucken, dass hinter dir niemand ist. Genauso, wenn du ja jemanden überholst, musst du immer gucken, dass von hinten keiner kommt. Aber der kam doch angebrettert. Also dann darfst du theoretisch nicht abbiegen, oder was? Nee, er müsste warten, bis er ihn überholt hat. Theoretisch, das macht keiner. Wie dumm ist das denn? Ja, ich finde es auch dämlich. Das macht keiner, aber theoretisch gesehen kriegt er dann auf jeden Fall eine Mitschuld. Ich weiß nicht, ob komplette Schuld, aber du musst dich vergewissern, dass hinter dir keiner ist. Hm, komische Regelung. Ja. Keine Ahnung. Das ist Deutschland. Das glaube ich dir jetzt einfach mal so. Ich vertraue dir mal. Ja, das ist schon echt heftig.
Und der Mercedes muss ja mal ziemlich geträumt haben. Und wenn man jetzt mal die Abmessung eines LKWs bedenkt, das muss richtig knapp gewesen sein. Ja. Aber wenn man sich das Video mal genauer anschaut, und ich habe es bestimmt 10-mal angeschaut, finde ich die ganze Sache trotzdem auch ein bisschen komisch. Der Mercedes weicht hier relativ weich aus, alles andere als hektisch, aber er bremst auch so gut wie gar nicht. Ich meine, mit einer Vollbremsung wäre das Manöver hier wohl auch gar nicht erst nötig geworden. Leute, traut euch im Gefahrenfall, eure Bremse richtig zu benutzen. Auch mal ein Fahrsicherheitstraining zu machen ist in dem Zusammenhang sicher immer eine gute und sinnvolle Sache, auch für die erfahrenen Fahrer unter uns. Seht ihr? Der gibt gute Tipps. Überraschung. Oha! Und klar, als LKW-Fahrer braucht man beim Abbiegen schon mal mehr Platz, aber erzwingen kann man sich halt normalerweise auch nicht. Diese Strecke hier ist für die von rechts kommenden Fahrzeuge eigentlich nicht so schlecht einsehbar. Eigentlich. Perfekt. Ja, als Motorradfahrer muss man so aufpassen. Er macht halt keinen Dingsblick. So. Er guckt nicht nochmal. Er guckt halt nicht so richtig nach. Er denkt sich, ah, kommt keiner, scheiß drauf, fahr ich einfach rüber. Eigentlich. Aber wie entspannt er auch bleibt, er hupt ja nicht mal. Weil so. Das ist, glaube ich, so normal für ihn mittlerweile wahrscheinlich. Er und da der Winter nicht. Ja schneller vor der Tür steht, als man möchte, vorm Losfahren niemals das Dach vom Schnee befreien, damit bei der ersten Bremsung direkt alles auf die Scheibe rutscht, führt in extra Nervenkitzel, denn Blindfahren macht ja schließlich viel, viel mehr Spaß. Oder ist es doch einfach nur die Faulheit? Für mich auf jeden Fall völlig unverständlich. Boah, ich bin auch mal so gefahren im Winter. Nicht mit Schnee, sondern war vereist. Ich hatte keinen Eiskratzer dabei. Ich wollte nicht halbe Stunde im Auto sitzen, bis die Scheibe frei ist. Dann habe ich irgendwie nur die Stelle frei bekommen mit einer Kreditbankkarte oder so, wo ich nur sehen konnte und bin einfach losgefahren. Aber so. Ich bin auf dem Dorf damals, ey, wenn du mit Auto zur Schule dann irgendwie gefahren bist, so ein Guckloch gemacht. Na, ein Glück hat ja mein Ford Fiesta eine Frontscheibenheizung. Mhm. Deins hat keine Frontscheibenheizung zu ziehen. Das ist patentiert von aber, Ford. Aber weißt du was? Ja. Mein Auto steht drin. Wie steht drin? Na, in der Garage. Ja und? Also werde ich ja nie Eis oder Schnee drauf haben. Stimmt. Wichtig. Im Cabrio auch, im Schneefahren ist auch geil. So. Oh, ein Radfahrer und eine rote Ampel. Aber woher dann immer der Reflex kommt, auf den Fußweg zu wechseln und über die Fußgängerampel zu fahren, als ob das irgendwas am Verstoß ändern würde. Mhm. Aber die Autofahrer freuen sich darüber ja auch immer. Ich sag's immer wieder, Kennzeichenpflicht. Ja, Mann. Es muss zumindest endlich in den Großstädten, finde ich. Es muss endlich passieren, ja. Kennzeichenpflicht. So wie beim Roller. 50 Euro im Jahr oder so. Ja. Autofahrer und rote Ampeln. Ob er hier wohl auf die Geradeausampel geschaut hat? Typisch Hermannplatz. Ja, das passiert so oft. Hat aber echt Glück, dass er... Das hier ist mal ein Fall von gut gemachter Verkehrsführung. Alle Leute, die hier zum großen Baumarktparkplatz müssen... Ja, die sollen laut Fahrbahnmarkierung hier überall zwischen den Paletten durchfahren. Ja, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Da fahrst du die Leitlinie entlang. Arbeit ist doch Baustelle, gib mir meine Bohrmaschine. Jabone, Baustelle. Ablenkung im Straßenverkehr ist immer wieder eine blöde Sache. Ja. Und da wir ja gewissermaßen alle Arten von Verstößen auf ein neues Niveau heben, achtet mal auf den Vordermann. Ich glaube, da hat einer geschlafen oder war am Handy. Ey, das muss man auch erstmal schaffen. Gefährlich. Hier fahren wir ganz normal durch die Stadt und... Berlin? Nee. Wie geht denn sowas? Die Brücke hier ist offensichtlich hoch genug, der ist nicht an der Brücke hängen geblieben, aber warum fällt die ganze Tür da raus? Hä? Hier sind wir mit KiaCam unterwegs. Die KiaCam hat offensichtlich nicht den besten Tag. Ja, es war aber seine Schuld. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und das war natürlich Käse. Sowas darf nicht passieren. Und normalerweise sehen wir solche Verstöße ja immer nur aus der Gegenperspektive, aber natürlich können auch Leuten mit der Schrift Fehler passieren. Ich weiß gar nicht. Nur mit welcher Zielstrebigkeit der Golffahrer jetzt hier sofort angehalten hat und ausgestiegen ist, ist schon erstaunlich. Unser Einsender entschuldigt sich auch sofort und der Golffahrer entgegnet dann, ob unser Einsender was auf die Schnauze haben will. Boah, okay, das ist es. Mhm. Alles klar. Sorry. Wir haben uns nicht gehört, oder? Ich bin ja gut, das muss jetzt auch nicht sein, wenn er sich entschuldigt. Ja, finde ich auch. Also wenn der jetzt der Schuldige aussteigt und sagt, ey, nö, also rummeckert, aber der hat sich ja entschuldigt. Also ich würde mich ja darüber freuen, wenn sich derjenige, der einen Fehler gemacht hat, dann noch entschuldigt. Fehler passieren halt, Chat, ne? Richtig. Also ist ja normal, menschlich. Also das verstehe ich jetzt auch. Keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll.
Willst einen auf die Schnauze? An Abfahrten rechts an anderen Autos vorbeizufahren ist in der Regel nicht verboten. Sofern es möglich ist, versuche ich es aber immer zu vermeiden. Boah, bist du denn komplett geisteskrank? Genau wegen sowas. Aber trotzdem, ihr könnt nicht einfach auf die Abfahrt wechseln, ohne den rückwärtigen Verkehr zu beobachten. Ihr müsst immer damit rechnen, dass da völlig legal Fahrzeuge sein können. Immer. Und eigentlich müsst ihr auch dann gucken, wenn da eigentlich keiner sein kann. So wie in dieser Szene hier vor einigen Folgen. Aber das, Alter. Guck mal, da erwartest du es ja gar nicht, weißt du? Du guckst ja auch gar nicht so wirklich in den Spiegel wahrscheinlich, weil du denkst... Ich ganz ehrlich, eigentlich nie. So, ich bin ja der Erste, der einschert. So gehst du ja... Weil, guck mal. So wie in dieser Szene hier vor einigen Folgen. Ja, die Spur fängt erst jetzt an, so er ist der Erste, der einschert und dann... Geisteskrank. Vor allem dann fährt er wieder links rüber. Einfach bescheuert, Digga. Und da wir in der heutigen Folge ja schon so viele Rotlichtverstöße haben. Also die gibt's ja da im Oktagon. Hier mal anders. Das ist Berlin, Richtung ist Bernau, glaube ich. Glaube ich zumindest. Das ist grün, heilige Scheiße. Sperrflächen für Anfänger. Und ich würde sagen, das geschulte Dashcam-Auge erkennt hier schon bald, was hier gleich passieren links. Wird. Ja, links toter Winkel, er sieht den nicht, wird rechts rüberziehen, er wird hupen und sagen, meine Fresse. Und Chat, hier gleich wenn ihr passiert. Motorradfahrer seid, nie so neben einem Auto herfahren auf lange Zeit. Immer bemerkbar machen, sonst fährt ihr mich einfach rüber. Einfach ganz, kurz ganz überholen. Einfach überholen. Ja, entweder überholen oder ein bisschen langsamer werden. Auf dieser Straße ist wohl ein Unfall passiert, wodurch durch den Rettungseinsatz diese Straße jetzt nur einspurig ist. Und was denkt sich der dunkle Audi jetzt vor uns? Hey, der silberne Passata möchte ausparken. Das ist meine Parklücke. Ja, schön vordrängeln, du tickst doch nicht ganz wichtig, ey. Ungefähr 10 Sekunden später. Du willst jetzt nicht da ernsthaft parken, oder? Ist nicht dämlich dein Scheiß ernst. Ja. Ja gut, ich sag mal so, wenn es eine Gegend ist, wo Parkplätze richtig knapp sind, dann, ja, also. Dann kann es schon sein Ernst sein, so. Da kommt ein Einsatzwagen, Mann! Und zu, dass du Platz machst! Alter! Okay, das ist dumm. Ja, das ist maximal dumm. Manchen ist der eigene Parkplatz halt einfach wichtiger als die Rücksicht auf andere Leute. Da muss man halt einfach mal akzeptieren, dass es gerade nicht geht und halt noch etwas weitersuchen. 30 Sekunden später, ich weiß gar nicht, wie viele Leute er hier am Ende behindert hat, inklusive dem RTW, aber das könnt ihr hoffentlich alle besser. In diesem Sinne hier noch zwei weitere Dashcam-Folgen zur Auswahl, wenn ihr mögt. Danke, ihr seht, Chat. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes durch für heute. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Happy, happy. Und ciao. So, geben wir dem Bruder doch einen Like, ne, Chat? Weil er so sympathisch ist. Dashcam Drivers Germany hat eine sympathische Stimme und ist immer neutral. Bester Mann.